Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Robin Hood. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, das freut mich. Grüße gehen raus an alle meine Abonnenten und natürlich auch an neue Zuschauer. Ja, neueste Folge Need for Speed Heat. Heute ist der 13.01. 20.50 Uhr. Ja, und wir machen jetzt nur noch 4K-Folgen. Ich habe alle älteren Videos, die noch nicht in 4K waren, heute hochgeladen. Ja, war eine ganze Menge Zeit, aber ich mache, wenn ich was hochlade, nebenbei noch andere Sachen. Also insofern macht das nichts. Ja, ich habe jetzt, glaube ich, 6 oder 7 Videos hochgeladen. Und das letzte war mit diesem Mercedes hier. Schauen wir uns mal an. Ja. Ja, warum ich das jetzt mache in 4K, wie gesagt. Man kriegt denn besseren Codec zum Hochladen. Das ist der VP9 Codec. Den kriegen eigentlich nur YouTuber, die mehr Abonnenten haben. Wusste ich vorher auch nicht. Aber wenn man in 4K die Spiele hochlädt, haben wir im 1080p Bereich. Ja, dann seht ihr die Optik genauso wie ich. Weil das, ihr könnt euch die älteren Videos ja angucken. Ich habe sie mir auch angeguckt. Die sind leider, die Straße ist sehr verpixelt und so. Ich kenne das schon von Forza Horizon 4, da war das auch so. Und hier eben auch. Aber jetzt sind wir hier in 4K unterwegs. Und wir haben gar nicht viel weniger Bilder. Also, naja, ihr könnt euch das ja reinziehen. Aber das hat sich im Februar oder Mitte Februar sowieso erledigt. Dann habe ich meinen neuen Cloud-Rechner. Und dann können wir alles in Ultra-Grafik, in 4, echten 4K, wie jetzt auch, mit über 60 Bildern zocken. Aber da habe ich ja schon genug drüber erzählt. Ist alles immer noch Testphase, 4K und so. Ja, gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns den nächsten Wagen an. Ich habe mir wieder nicht gemerkt, welcher das war, aber wenn ich ihn sehe, dann kommt der Gedächtnisblitz, Gedankenblitz. Ja, genau. Hier ist er. Wie konnte ich den schönen Wagen vergessen? Der Porsche 718 Cayman GTS. Baujahr 2018. Es scheint Allrad zu haben, weil der Punkt unten links ist. Meistens ist das so. Aber das werden wir erst sehen, wenn wir ihn getuned haben und fahren tun. Ja, wollen wir mal sehen, was wir hier rausholen können aus dem schönen Wagen. Ja, nicht nur die Hupe. Ja, eigentlich ist er harmlos. Also wenn man sich jetzt anguckt, nur 362 PS. Naja gut, aber dafür ist er vielleicht dann auch leichter. Hat auch nur 2,5 Liter Hubraum. Sogar ein Vierzylinder nur. Einen Moment mal, ihr lieben Freunde. Und mal sehen, aber er hat gutes Drehmoment. Mal sehen, was wir da rausholen können. Lassen wir es erstmal so. Aber Power ist auch nicht alles. Ja, und es ist in 4K mit ganz niedrigen Einstellungen von der Grafik. Sieht es immer noch besser aus, bei mir jetzt zumindest, als 2K mittlere Einstellung. Und wir haben fast dieselben FPS. Genau. So, Doppelturbo. Na gut, wir werden Straße nehmen. Wie gehabt. Hier wieder die lilanen Straßenreifen. So, wir haben 6 Gang. Ja, es bringt was. Sogar 8 Gang bringt was. Ja,
ist da zwar viel am Schalten, aber wird heutzutage vielleicht sogar schon... Ja, manche Autos haben wirklich auch 8 Gänge. Auch serienmäßig schon. So, das war's. Ja, wollen wir schauen. 524 PS, ja, das ist gleichwertig mit anderen Autos in dieser Klasse. Knapp 600 Newtonmeter Drehmoment ist eine Menge. Wenn er Allrad hat, eine gute Beschleunigung. Ja, wollen wir mal schauen, was wir jetzt optisch daraus machen können. Der liegt generell schon sehr tief. Ja. Mal den Leerlauf hören. Oh, der rührt aber ordentlich. Ja, hier wird es nur noch heller. Wollen sie ja schön dunkel haben. Oh, passt. Lackierung. Naja, ist glaube ich am meisten. Wir gucken erstmal bei unseren Künstlern. Keiner vertreten. Naja, also bin ich nicht so begeistert. Das hier vielleicht Manga? Oh, so eine Art. Mit den Flammen hier, also nee, das ist mir zu billig. Haben zwar viele sich genommen, aber mir gefällt's nicht. Das ist mir viel zu bunt, das verunstaltet den ganzen Wagen in meinen Augen. Auch nicht. Man könnte ihn natürlich auch mal, man muss ja nicht immer so eine Lackierung nehmen. Guck mal bei den neuesten, vielleicht ist da was Besseres bei. Kann ja sein. Nö. Hier das vielleicht noch oder hatten wir das schon? Hatten wir schon. Ja, das ist aus dem Rennsport, die Lackierung, aber das ist auch nicht gut genug. Also ich würde sagen, wir nehmen die denn hier. Die gefällt mir so noch am besten. Mhm. Pac-Man, ne? Mhm. So, dann haben wir die 17. Nehmen wir wieder die. Die nehmen wir momentan an für sich bei jedem Wagen. Aber die sehen auch ziemlich geil aus. Ja, aber ich bin wirklich auch echt froh, wenn wir denn den Cloud-Rechner im Februar bekommen, dass ich denn alles in Ultra mit euch zocken kann. Einen echten 4K mit über 60 Bildern. Momentan ist es eine Notmaßnahme. Also ich würde eigentlich, ich mach das jetzt so im 4K für euch, dass ihr in 1080p die beste Grafikqualität habt. Weil dann haben wir den VP9-Codec. Auch im 1080p-Bereich. Und das gucken die meisten ja auch. Und das könnt ihr mal vergleichen mit Videos, wo ich nicht reingeschrieben habe, 4K. Das ist dann deutlich verpixelter. Und wenn ihr das dann wirklich genau wissen wollt, geht mit der rechten Maustaste einen Klick auf das Video. Rechte Maustaste und dann unten die Nerd-Einstellung. Und dann seht ihr, dass da nicht mehr MP4 steht, sondern VP9. Genau. Das dazu. Ein Video habe ich jetzt komplett ohne Rendern hochgeladen. Also 10 GB. Und das andere Video habe ich jetzt mal gerendert. Mit Format Factory. Mal gucken, ob beides klappt. Ja. Ihr sollt ja die beste Grafikqualität haben. Genau.
So. Felgen wieder wie gehabt. Genau. So. Wollen wir mal sehen, was wir aus dem Schmuckstück machen können. Oh, mit so einer kleinen Hutze, das ist gar nicht schlecht. Ach, da gibt es gar nicht viel. Das ist original von Porsche. Ja, nee, also wenn man sich das jetzt mal anguckt, also das verunstaltet das ja alles. Also das würde ich sagen, lassen wir komplett weg. Wieder komplett abgedunkelt. Frontlight Break, ja. Gefällt mir eigentlich auch nicht so sehr. So. Aber jetzt können wir ihn schön breit machen. Ja, viel geht da gar nicht. Ich wollte Porsche das nicht. Da konnte man mit dem älteren Porsche deutlich mehr machen. Na gut. Ja, die mag ich am liebsten. Die sehen von hinten richtig geil aus. Als ob der Wagen Ohren hätte. Ja, hier könnte man schon. Ich glaube, der hat einen automatischen Spoiler. Nee, hat er glaube ich nicht. Ja, wenn denn den. Aber ich glaube, der hat einen automatischen Spoiler, der rausfährt. Das wollen wir uns dann mal reinziehen. Hier geht ein bisschen mehr. Na gut. Also im Tuning ist er wirklich sehr abgespeckt. Ne, also hier passt wirklich ein kleiner Auspuff. Denn lieber zwei kleine. Das sieht irgendwie komisch aus. Naja. Wir haben. So war er original. Ja, denn so klein, also so dünn. Da fällt es einem aber auch wirklich schwer. Nur nehmen wir ein dickes Rohr. So, dann noch die Rückleuchten. Gut, ja, also im Tuning von allen Autos momentan, die wir getunt haben, und das ist ja schon sehr viele, ist er wirklich der Schwächste. Aber vielleicht macht er das durch das Fahrverhalten wieder wett. Ja. 524 PS, 586 Newtonmeter Drehmoment. Ja, dann wollen wir mal sehen, ob er Allrad hat. Gut. Schauen wir mal. Oh, der scheint immer einen geilen Sound zu haben. Der rührt richtig. Ja, heute bin ich nicht so fit. Ich habe auch jetzt erst angefangen zu zocken um 21 Uhr. Hat lange gedauert. Ich habe auch viel zu tun gehabt heute. Aber mal sehen, ob wir gut klarkommen. Boah, der Sound, ey. Ich würde gern was anderes versuchen. Wir versuchen nichts anderes. Wir versuchen genau das hier. Also vom Sound technisch ist er sehr geil. Mal sehen, ob er Allrad hat. Wünscht mir Glück.
Ja, und der hat einen ausklappbaren Spoiler. Sehen wir jetzt. So. So langsam ist er aber gar nicht. Ich glaube, der hat Allrad. Ja, der hat Allrad. Eindeutig. Hey. Ah, nicht gut getroffen. Er ist im Driften, aber auch nicht sehr gut. Mal gucken. Na, geht so. Weit nach außen gekommen. Ja, 330, das ist ein guter Wert. Seht, jetzt haben wir sogar 50 Bilder. 4K in ganz niedriger Einstellung ist möglich. Aber ihr habt jetzt einfach im 1080p Bereich eine viel bessere Optik. Boah. Oh, der ist aber schnell hier in der Kurve. Über 280. Oh, Alter. Hart. Ah, schade. Bisschen zu schnell reingefahren. Die Zeit ist gar nicht so schlecht. Schade, dass wir den Fahrfehler hatten. Der hätte... Schade. Das hätte ich nicht gedacht. Der wäre unter 4,30 gekommen. Naja gut, aber sonst waren wir fehlerfrei. Aber das kann leider manchmal passieren. Ich würde es nochmal fahren mit euch, aber rechnet einfach so 3-4 Sekunden ab. Also es wäre eine 4 Minuten 25 geworden. Insofern gar nicht schlecht. Ja, die müsste man schon fast mit dem Mitsubishi Lancer vergleichen, weil er eben auch Allrad hat und auch mit dem Subaru Impreza. Wollen wir sehen, ob wir auf der Achterbahn unter 4 Minuten bleiben. Das haben wir schon ein paar Mal geschafft.
als mit dem ersten Wagen, wo wir das geschafft hatten, unter 4 Minuten hier zu kommen. Das war die Lotus Exige. Ja, hätte ich nicht gedacht gehabt, aber die ist super schnell, die Lotus Exige. Ja, wollen wir schauen. Gutes Handling hat er auf jeden Fall. Bisschen schwierig mit ihm zu driften. Na, die haben sich aber richtig weggepumpt, Alter. So. Am besten früh auf dem ersten Platz. Können wir Nitro benutzen. BMW sind wir schon mal vorbei. Porsche gegen Porsche. Aus. Boah, hätte ich nicht gedacht, dass er... Aber wir sind auf dem ersten Platz gekommen. Ist schon mal sehr gut. Na, manchmal nimmt man das ein bisschen mit, aber... weit nach außen gekommen. Er lässt sich, wie gesagt, nicht so gut driften. Weil er so viel Traktion hat. Das ist eigentlich auch ein Vorteil. Aber kann auch ein Nachteil sein. Der Berg hoch auf 200 kommt. Ah, knapp. Ach, den Zaun haben sie wieder neu aufgebaut. Könnte sein, dass wir unter 4 Minuten kommen. Aber mit einer 4 Minuten 5 wäre ich auch zufrieden. Er fährt sich aber schlechter als ein Lancer oder ein Subaru Impreza. Das muss man leider sagen. Das Griffverhalten ist auch nicht so gut. Hatte ich gesagt, der steht schon auf dem Weg. Ja, 4 Minuten 5 wäre drin gewesen. Aber auch, also besser ging es nicht. Also vielleicht 4 Minuten 2, aber mehr wäre nicht drin gewesen. Mhm.
trotzdem passable Zeit. Ja, aber was soll man sagen? Bin ein bisschen enttäuscht von dem Porsche. Vor allem im Tuning-Bereich ging fast gar nichts. Ja. Also da solltet ihr euch lieber das Video angucken von dem anderen Porsche. Das war auch ein Carrera. Okay, da kriegen wir noch stärkere Porsche. Es ist ja auch nur, in Anführungsstrichen, nur ein Cayman. Cayman ist in meinen Augen immer noch ein Frauen-Porsche. Wie ein Boxster. Ein Boxster, das war eigentlich auch eher ein Frauen-Porsche. Den Cayman, ich bin ja VW-Fan, Audi und auch Porsche-Fan, aber den Cayman mochte ich eigentlich noch nie so sehr. Den gibt es ja auch als GT4-Variante. Für einen langsamen Rennsport, muss man sagen. Die GT4-Klasse ist ja auch nicht gerade besonders stark. Ja, aber da kriegen wir noch bessere Porsche. Carrera. Muss schon Carrera sein. Dann wollen wir mal sehen, was jetzt als nächstes kommt. Ja, also zum Beispiel der Lancer hier, also ein Ende besser. Vom Fahrverhalten her. Der war gar nicht so gut. Der hier. Ja, und die Lotus Exige hat die 4... Also 4-Minuten-Marke geknackt. Als erster. Und dann der Porsche hier, dieser Porsche auch. Dieser Porsche ist stärker. Vor allem vom Tuning her und das alles. Also das Video von diesem Porsche 911 Carrera RSR 2,8 Liter. Das solltet ihr euch mal lieber reinziehen. Ich glaube, dieser Porsche ist auch ganz schön schwer. Obwohl Porsche leichte Autos eigentlich baut. Ja, mit dem Cayman, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich nicht zufrieden. So, aber jetzt kommt ein ganz anderes Gerät. Chevrolet Corvette Grand Sport, Baujahr 2017. Ja, dann kommt nachher wieder ein Porsche. Das ist ein Carrera, der wird auch besser sein. Und es ist auch eigentlich immer besser, einen Porsche mit Heckantrieb zu haben. Da können wir mal gucken, wann der nächste Porsche ein größerer kommt. Hier. Ja, das ist ein Carrera. Der wird deutlich besser sein, aber das dauert noch, bis wir dahin kommen. Gut. Ein NSX, ja. Ja, der NSX könnte auch sehr stark sein. Generell ein geiler Tuningwagen. So, dann kaufen wir uns die schöne Corvette. Die machen wir heute auch noch. Wir haben es jetzt 21.20 Uhr. Ja, ich bin nicht ganz so fit heute. Aber das liegt auch am Biorhythmus. Falls ihr das nicht kennt, könnt ihr das ja mal auf euer Smartphone oder euer Tablet runterladen. Einfach eingeben, bei der Suche Biorhythmus. Also das kommt wirklich gut hin. Da müsst ihr bloß euer Geburtsdatum eingeben. Ja, und das war's eigentlich. Ihr müsst eigentlich nur das Geburtsdatum haben. Besser wäre natürlich noch die Geburtszeit dazu. Die ist ja auch bei Sternzeichen wichtig, wenn man sich das machen lässt. Gut, meine lieben Freunde. Dann wollen wir zurück in die Garage. Ich habe das ja schon längere Zeit beobachtet mit dem Biorhythmus. Und ich muss sagen, das haut auch hin. Das ist ganz interessant. Na, das wird eine ganz andere Karre werden als der Porsche. Will ich mal sehen, ob ich dieses Biest... heute noch bändigen kann, weil heute war nicht so mein Tag. Aber das ist ja auch normal, man hat mal einen guten Tag. Ich habe meistens sehr gute Tage, bloß manchmal ist auch ein schlechter damit dabei, aber das ist ja normal. So. Ja, hat jetzt 460 PS, aber 6,2 Liter. Also da werden wir über 1000 Newtonmeter Drehmoment rausbekommen. Ja, und einen schönen klassischen Hecktriebler.
Alles klar, meine lieben Freunde. Den seht ihr in der nächsten Folge. Auch wieder in 4K. Aber wie gesagt, ihr solltet euch das eigentlich nicht in 4K angucken. Ich mache das eigentlich jetzt nur in 4K wegen dem VP9-Codec, dass ihr in 1080p mit 60 Bildern eine super Optik habt, die genauso gut ist, wie ich das bei mir dann auch habe. Genau. Läuft dann auch ein bisschen flüssiger. Aber könnt ihr euch ja mal reinziehen. Alles klar, meine lieben Freunde. Dann bedanke ich mich für, sind mal 2 Abonnenten auf einen Tag dazu gekommen. Freut mich sehr. Genau 222 Abonnenten. Ja, Grüße gehen raus. Ja, und ich bedanke mich wieder mal fürs Zuschauen. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Euer Robin Hood. Bye, bye.